Christine Montonen, Außenpolitik- und EU-Sprecherin der SPÖ. Wir erleben in den letzten Jahren die zunehmende Erosion unserer europäischen Sicherheitsarchitektur. Und jüngstes Beispiel dafür, Sie haben das in den Zeitungen sicher gelesen, ist das von Russland in der letzten Woche ausgesetzte Abkommen zur Plutoniumvernichtung. Mit dem Abkommen wollten die USA und Russland eigentlich auf beiden Seiten 34 Tonnen waffenfähiges Plutonium vernichten und entschärfen. Mit dieser Menge kann man ungefähr 17.000 Atombomben bestücken. Auch die USA haben wegen der immensen Kosten, die das verursacht, den Vertrag zuletzt nicht mehr wirklich umgesetzt. Derzeit ist unsere europäische Sicherheitsarchitektur weltweit einzigartig, entworfen in der Hochphase des Kalten Krieges. Das hat mein Vorredner schon ausgeführt. Auch aus der Erkenntnis, dass keine Seite Frieden und Sicherheit für sich schaffen kann, ohne mit der anderen Seite zu kooperieren und auch Kompromisse zu schließen. Und diese Sicherheitsarchitektur hat den Rüstungswettlauf beendet und den Ost-West-Konflikt großteils friedlich beigelegt. Und noch heute profitieren wir von dieser Friedensdividende. Aber bereits in den 90er Jahren haben wir uns nicht mehr wirklich um die Pflege dieser Architektur gekümmert und Russland war militärisch, wirtschaftlich, politisch geschwächt. Der Westen zeigte damals kein wirkliches Interesse, russische Sicherheitsinteressen ernst zu nehmen, nachhaltig auszutarieren und auf Kompromisse einzugehen. 2001 kündigte Präsident Bush einseitig den ABM-Vertrag auf, der Raketenabwehrsysteme weitgehend verbot. Und auch der KSE-Vertrag, der für eine stärkere Abrüstung und mehr Transparenz bei den konventionellen Streitkräften dafür sorgen sollte, wurde nie an die neuen Kräfteverhältnisse nach Auflösung von Sowjetunion und Warschauer Pakt angepasst. Die neuen baltischen NATO-Länder sind dem Vertrag nach ihrer Unabhängigkeit gar nicht erst beigetreten. Und mittlerweile werden weder Russland auf der einen noch die NATO-Länder auf der anderen Seite, auch Georgien, die Ukraine und Moldau, sie wenden diesen Vertrag nicht an. Und die Folge ist, wie erwartet, langsamer Vertrauensverlust, schwindende Kooperationen und auch Kompromissbereitschaft und auch eine eben zunehmende Schwächung und Auflösung der alten Sicherheitsordnung. Wollen wir einen neuen Rüstungswettlauf in Europa verhindern und Lösungen auch für die Ukraine und Syrien finden, dann werden Sanktionen, NATO-Manöver und auch das Minsker Abkommen alleine nicht reichen. Wir werden wieder zu einem umfassenden und neuen und ehrlichen Sicherheitsdialog auch mit Russland kommen müssen. Und der deutsche Außenminister und derzeitige Vorsitzende der OSZE hat im August angekündigt, genau aus diesem Grund einen Dialog über den Neustart der konventionellen Rüstungskontrolle beginnen zu wollen. Und das wird nicht einfach werden und das wird auch nicht gleich Erfolge bringen, aber angesichts der aktuellen Entwicklungen wäre es verantwortungslos, das nicht wenigstens zu versuchen. Und ich denke, Österreich sollte diese Initiative bestmöglich unterstützen und während des eigenen OSZE-Vorsitzes nächstes Jahr, also 2017, weiterführen. Und ich ersuche daher Sie, diesen Antrag zu unterstützen. Danke. Die österreichische Sicherheitsarchitektur sei im Kalten Krieg entworfen worden, sagt Christine Montonen, Außenpolitiksprecherin der SPÖ. Nun müsse man in einen neuen, umfassenden Sicherheitsdialog mit Russland treten.